Und damit ahoi und zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed. Moin moin liebe Freunde, ich bin's, Captain Ozzy, und ich freue mich, euch wieder mal begrüßen zu dürfen. So, wie ihr seht, haben wir jetzt gerade einen Fort aufgenommen auf unserem Weg nach Tulum, wo wir dort dann endlich mal auf unsere Assassinen treffen werden. Hoffe ich doch mal zumindest. So, jetzt werden wir hier aber noch schnell den Marineauftrag nehmen wir noch an. Der Hinterhalt. Okay. So, aber erst hole ich mir noch schnell die Schätze hier alle. Dann ist das nämlich auch alles erledigt. Und danach werden wir uns dann wieder mit dem Schiff weiter in Richtung unserer Hauptstory bewegen. So. Ah, da ist was. Hopp, genau. Und hüpf, zurück. Sind schon coole Animationen dabei teilweise. So, wo ist die Schatzkarte? Ah, da unten bist du. Schatzkarte, Schatztruhe, bitte, Entschuldigung. Also, nächstes Fragment da oben. Ja, diese Forts gehen immer recht flott, sind immer nur eine Handvoll, wenn es hochkommt. So, 2 von 2. So, warte mal, was fehlt uns? Ah, da ist noch eine Kiste. Okay. Dann mal hinter. Okay, gar nicht so weit weg. Na, komm. So. Na, komm jetzt. Nein. Okay, also, dann haben wir es jetzt. Aber was schießt ihr denn schon wieder? Schon wieder was in der Nähe? Zum Wegbatschen. Schnell zurück zum Schiff. Und dann werden wir mal gucken, ob wir uns nicht da noch ein bisschen mitprügeln können. Ja. Und ab zum Schiff. Ah. Okay. Dann sage ich mal, machen wir uns mal auf den Weg Richtung unserer Mission. So, wo ist der grüne Punkt? Da bist du. Okay. So, na, wo seid ihr? Da kommt ihr. Also, auf geht's, Jungs. Mörser raus. Und dann erstmal mit Mörser attackieren. Boom. Oh ja, easy. Ein Schiff gleich mal weg. So sieht das aus, Leute. Alle Segel, sie verdrängt. Oh, erbeuten schnell. Alle Segel setzen uns stark fest. Und bumm. Da sind sie am empfindlichsten. Oh, ist auch schon weg. Ja, manchmal sieht man im Nebel nicht wirklich, wo was ist. Da seid ihr. Aber ich ändere euch erstmal. Ich glaube, das ist die Hauptsache, oder? Ja. Boom. Weg. Jo, weg. War mal gesnipert. Mit der Seebrasse gesnipert. Auch nicht schlecht. Ah, was sieht sich jetzt? Ist auch weg. Auch weg. Ah, machen wir. Hm. Ich treffe von hier nichts. Schade. Ja, wenn wir es auf die konventionelle Art und Weise machen. So, komm hoch. So. Nächste. Ja, auch weg. Nummer 7. So. Nummer 8. Nummer 9. Oh, gib mir Kopfnuss. Oh, wart ab. Und ab dafür. Mal schauen, was haben wir denn Feines erbeutet. Oh, 65 Metall. Schon gar nicht so schlecht. Mörsergeschosse. Das ist schon gar nicht so schlecht. Kann man alles gebrauchen.
Ja, freut euch. So. Mission erfüllt. Auch sehr schön. Ah, und wieder Bekanntschaftsgrad erhöht. Naja. Bis auf Weiteres. So, drehen wir uns mal in die Richtung, dass wir Richtung unserer... Hey, warte auf mir. Ich komme. Los, ihr Landratten, Attacke. Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Das habe ich aber schon ein paar Mal gehört jetzt, Freunde. Der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Bin mir nicht sicher. Boom. Das hat nicht so viel gebracht. Ja, die muss sie seitlich rammen. Von hinten bringt nicht viel. Feuer. Bereit zur Feuerkette! Feuer! Sie verwundbarketten! Oh, noch ein Piratenjäger. Abstand und schieße mit dem Mörser. Schiff Feuer! Wie halt mich aus? Feuer! Spanier! Weitere Segel, Captain! Oh oh. Oh, das tat schon weh. Warum willst du was von mir? Du kriegst halt Packung. Oh, dem hat das mehr weh getan. Und nochmal. Boom. Haha. Entern, Freunde. Die nehmen wir mit. Wie gesagt, Piratenjäger sind auch immer recht gut bestückt. Das könnte was werden. So, mal wieder mit der Sniper. Boom. Hm, okay. Okay, 6, 7. Das war's. Okay. Naja, nicht so schlimm. Ey. Oh. Oh, jetzt haben wir schon wieder erwischt. Na, jetzt stelle ich mir aber gerade an. Komm und weg. Noch einer. Einer noch. Weg. Gut. Du hast gesehen, der Große wollte mich gerade noch hauen. Dann hat die Axt schnell fallen gelassen. Und hätte die auch platt gemacht. So. Okay. Das war jetzt nicht so doll. Hätte ich mit mehr gerechnet. Nehmen wir die Flotte ab, kann ich sie abfragen. Kriege ich Diamanten für. Werde ich euch später noch zeigen, wie man diese Flotten so ein bisschen aufbaut und auch bewirtet. Weil es ist eine gute Möglichkeit, auch noch Reales nebenbei einzunehmen. Dass ihr einfach schneller an Geld kommt, um euer Schiff schnellstmöglichst aufzurüsten und auch euren Stützpunkt. Oh, 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 oh. Jetzt wurde ich gerade von einer Windrose erfasst. Ah, das tut immer gleich richtig weh. So, jetzt hole ich mir noch den Schatz da hinten. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass ich mich schaudere. Ja, ich merke gerade, ich muss jetzt mit der Hauptmission weitermachen. Die Jungs reden jetzt 4 oder 5 Mal schon dasselbe. Das ist dann irgendwann etwas nervtötend. Aber machen wir schon, das kriegen wir schon hin. So, nehmen wir noch schnell. Ups. Nehmen wir noch schnell den Schatz mit. Na, komm zu Fahrten. Ach, nicht so. War das Gebiet noch nicht... Okay. Und ab zum Schiff. Na, 13 haben wir mittlerweile. Aber jetzt wollen wir uns einmal auf die Socken machen. Ist am Ruder. So. Mehr Segelmänner! So viel Segel, wie ihr könnt! Und Vollgas. Segel. Vollgas.
Geht nicht? Warum geht es nicht? Mal Richtung Tulum weiter. Dass wir endlich mal vorankommen. So. Okay. Ja, den Schatz nehmen wir noch mit. Fahren wir um die Insel rum. Und dann geht's nach Tulum. Ich sehe es, Chef, ich sehe es. Hab schon eingesammelt. Ich meine, ich finde das Gesinge nicht schlecht, ne? Ist ja alles gut. Aber manchmal nervt es auch. So, mal gucken. Ja, mal angucken. Oi. Ja, wir kommen später zurück. Lass uns ein bisschen in der Hauptstory vorankommen und dann gehe ich mal eine Folge vielleicht nur angeln. Oder harponieren, besser gesagt. Das brauchen wir denn, um dann für uns selber auch Upgrades zu schaffen, damit wir weitere Pistolen und Schwertholster kaufen können und auch herstellen können. Nicht kaufen, herstellen. Aber das kriegen wir schon hin. So, jetzt sammeln wir erstmal nochmal hier schnell den Schatz ein. So. Na, wollte gerade sagen, wir sind ein bisschen weit weg. Ein bisschen dichter noch. So, schon besser. Wiederholen und aufgreifen. Hauptsegel rein. Hopp, hüpf. Captain über Bord! So, aufmache. Ah, wieder ein bisschen Asche in die Tasche. Nummer 14. Sieht noch ein bisschen mager aus, ich weiß. Muss jetzt mal schauen, dass wir jetzt mal demnächst gleich die nächste Erweiterung kaufen. Also das nächste Upgrade uns besorgen. Aber ich muss auch schauen, dass ich auch an die Pläne rankomme. Ja, machen wir schon irgendwie. Ich glaube, Kohle sammeln ist noch das größte Problem und das, was am langwierigsten ist, bevor man denn da wirklich jetzt Kohle ausgegeben ist, immer halt innerhalb von Sekunden. Aber sich zusammenfahren und zusammen erbeuten, dauert doch schon ein klein wenig länger. So, dann würde ich sagen, sind wir jetzt in Tulum. Ja, alte Maya-Tempel, was ich da sehe. Das sieht nach Tulum aus. So. Mission starten. So. Dann wollen wir mal die Insel erkunden. Also, ich darf niemanden töten, soll aber mindestens drei... Okay. Also ohne Waffe bewusstlos schlagen. Na gut, dann probieren wir das mal. So, habe ich meine ersten beiden Freiwilligen, würde ich sagen. Warte mal, bis der eine weggeht. Und dann werde ich mir den anderen gleich mal schnappen. Oh, schön weggehen. Über der Schuh. Komm, du auch. Kommen wir da hin? Probieren wir es mal. Nein. Oh. Okay. Ah, das ist ja noch der Aussichtspunkt. Okay. Sorry, vergessen. Dann würde ich da jetzt mal wieder hoch. Mal gucken, wie. Na. Hast mich gesehen? Na, dann komm mal her, Schnecke. Komm, kuscheln. Zack. Zieh dich aus, leg dich hin, wir müssen reden. Komm, miet. So, den haben wir auch. Aber da ist noch einer. Also, den noch weg und dann gehen wir erstmal auf den Aussichtspunkt. Komm. Man sollte nur fast mit der Hand winken aus dem Busch raus. So, und wieder einer weg. Ich glaube, das eine kleine Nebenziel habe ich schon, oder? Dürfte jetzt eigentlich sein.
Ne, Attentat darf ich nicht machen. So. Aber jetzt erstmal den Aussichtspunkt geholt. Das ist schon interessant. Mein Schiff liegt da, aber sie sehen uns nicht. Naja, mal gucken. Oh, da müssen wir weiter. Okay. Und ab geht's. Oh, siehst du, jetzt habe ich es gekriegt. Wo kommst du her? Nein? Ja, komm her. Kommst nicht her, dann komme ich zu dir. Okay. So, das sind die nächsten. Da sind welche, da sind welche. Okay, ich probiere es außenrum. Ist hier noch was? Nee. Also weiter geht's. Da ist eine Wache. Aber das ist auch eine Kiste. Okay. Erst die Wache, dann die Kiste. Halt, warte. Da kommst du. Okay. Gut, so viel dazu. Ich habe die Kiste geholt. Ich muss gerade was schauen. Ganz kleinen Moment. So, weiter geht's. Nur einmal kurz die Nase gejuckt. Sorry, Leute. So. Hier ist wohl nichts weiter, ne? Oder? Nee, ne? Nee, nee. Also, weiter. Ab in den Dschungel. Hier die nächsten Opfer, ne? Naja. So, anschleichen. Komm. Warme Suppe. Ich warte. Ja, ich warte mal, bis die anderen zwei wieder weg. Er geht schon weg. Dreht der andere sich umdrehen? Okay, auf geht's. Okay, er geht weg. Dann laufen wir ganz frech mal hoch. Was sprechen? Was? Ich nicht verstanden. So. Laufe ich einfach über euch rüber oder muss ich euch platt machen? Okay, du siehst mich nicht. Guck mal, unter mir sind welche, ne? Wo ist er? Da bist du. Und Attacke, würde ich sagen. Ja, hast davon. Jetzt haben wir heute frei gemacht. Aber kein Problem. So. Okay, hier sind die nächsten. Wie mache ich das? Mache ich sie platt oder renne ich dran vorbei? Okay. Die gucken auch nicht in meine Richtung. Also, würde ich sagen. Pfeifen bringt nicht viel. Jetzt warte, wenn sie wieder weggeht, dann renne ich los. Jetzt reagiert sie doch. Na komm, komm.
Ja, fein hast du das gemacht. Schön liegen bleiben. So, jetzt hier hoch. Mit Schublied. Okay, wo sprechen? Nichts verstanden. So. Jetzt haben wir den. Das machen wir schon. Oh, oh. Oh, da waren wir knapp. Zack. Okay, aber der sieht uns nicht. Wieso auch immer. Lass mal schnell plündern. So. Komm. Komm. Sei nicht schüchtern, komm. Überraschung. So. Oh, da ist noch eine Kiste. Die Kiste nehme ich doch gleich mit. So. Ja, komm du auch her. Wie geht's weiter? Wo sind denn die? Die sind da unten. Okay, da sind zwei oben. Unten sind nur welche. Schnell hoch. Komm jetzt hoch. Und schnell ins Gebüsch. Da kommst du her. Oder auch nicht. Komm. Komm, Schnecke. Komm zur Fati kuscheln. Ich habe hier eine Höhle. Und er sieht uns wieder nicht. Komm, zur Belohnung darfst du auch kuscheln. Komm. Komm. Essen ist fertig. Zack. So. Und jetzt muss ich mal gerade gucken. Da drüben ist eine Wache mit dem Gewehr. Wie sind deine Laufintervalle? Weil das ist mir nämlich schon mehr als einmal passiert, dass ich gerade hier dann erwischt wurde. Und ich will ja den Assassinen versuchen. Ich will ja die Nebenquest noch machen. Unentdeckt dorthin zu kommen. Okay. Okay, da ist noch ein Schatz. Oh, da stehst du jetzt. Dreh auf. Okay. Zack. Viel mehr Zeit werden wir nicht kriegen. Und erledigt. Tut mir voll fett, sorry. Na komm du her. Man ist auch ganz gut, wenn sie dich ein bisschen sehen, von alleine schon kommen, dann brauchst du gar nicht so lange warten. Nämlich dann ist dann auch relativ angenehm. So. Da sind nochmal zwei. Oh, da glaube ich auf mich rum. Ja, na, sehen tun sie mich nicht. Das ist schon mal gut. Da seid ihr. Und da ist Billy the Kid. Okay. Yes, Kid. Aber warte. Da hast du mich in was reingeführt. Genau, ich hole mir schnell diese Mönche den Schatz, den du mir versprochen hast? Ich sagte ja, dass ich ein Geheimnis habe. Ich sagte nicht, dass ich bleibe. So ist das. Meierstein. Holen wir uns auch noch schnell. Okay, wie rum jetzt? Oh, nimm mal das. Ja. Ja, passt. Das passt schon. So, das haben wir auch. Aber erst hole ich mir noch schnell meine Schatzkiste. Dass ich die Nebenquest dann auch habe. Dann sollte die Erinnerung zu 100% fortgeschritten sein. Also, abgeschlossen sein. Nur wo bis jetzt? Hier nicht, da nicht. Ach, da unten. Ich höre dich ja schon. Und genau drauf gelandet. So.
Noch schnell mal einen Meierstein holen. Was kann ich? Glaube ich, habe jetzt 4 oder 5 habe ich jetzt schon auf jeden Fall. Mal gucken. Gut, noch ein Schlüsselstein. So, jetzt aber erstmal zu Kit. Und dann mit Kit weiter fortfahren in der Story. Wo bist du jetzt? Ach so. Bin ich schon etwas weiter gelaufen. Aber. Tada, hier bin ich. Wir sind an etwas dran. Ich spüre es. Captain Kenway? Wo ist der Assassine, Duncan Walpole? Tot und begraben, nachdem er mich umbringen wollte. Wir betrauern seinen Tod bestimmt nicht. Doch ihr wart es, der seinen letzten Betrug vollendete. Warum? Mir ging es nur ums Geld. Soll mich das etwa besänftigen? Ihr tötetet unsere Brüder und Schwestern in Havanna. Er hat den Sinn, Mentor. James sagte mir, ihr hättet mit den Templern paktiert. Saht ihr den Mann, den sie den Weisen nennen? Ei. Würdet ihr sein Gesicht erkennen, falls ihr es wieder seht? Ich schätze schon. Ich muss sicher sein. Kein Wort. Komm mit. Ah ja, easy, 100%. Ups, an dabei. Das war leider nicht so beabsichtigt. Ich brauchte halt das Geld. Ich bin jung und brauche das Geld. Was soll ich machen? Ich kann nicht dafür. Ich kann's nicht. So, schauen wir mal weiter. Du hast mich in diese Lage gebracht, Kit. Was um alles in der Welt war das für ein Witzbold? Atabai. Ein Assassine. Und mein Mentor. Dann ist das alles so eine Art Religion? Wir Assassinen folgen einem Credo. Ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das einzig sichere in dieser Welt. Alles ist erlaubt. Das hört sich doch gut an. Denken, was ich will und handeln, wie ich will. Du plapperst sie nach. Doch du reißt nicht. Der Weg voraus ist blockiert. Das ist eine Tür, denke ich. Ei. Und es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Ein Mechanismus irgendwie. Eine Art Winde? Die Blöcke da oben. Versuch sie zu bewegen. Wie geil. Uncharted lässt Grüße, würde ich sagen. Okay. Weiter geht's. Also, was hier ist, die die Templer gejagt haben, hä? Bis du kamst und alles gejagt. Wir hatten sie am Schlafittchen. Doch nun haben sie die Oberhand. Wir werden sie aufhalten. Versprochen. Ich schwöre. Hey, ich schwöre. Das funktioniert nicht. Suchen wir einen anderen Weg. Folge mir, Mann. Hey, schon aggro, Kid. Hast deine Tage, wa? Und so, dann wollen wir tauchen ein bisschen. Das ist ganz gut als Einführung gedacht, weil später, wenn wir die Tauchglocke haben, werden wir das ja einige Male machen müssen. Und das ist dann auch so eine interessante Geschichte. Aber macht Spaß. So, erstmal dem kleinen Burschen hinterher. Burschen oder Mädel, das wird sich ja noch herausstellen. Bekommst du noch Luft, hä? Genug, um dich zu verfluchen, Kit. Komm, komm, einfach schwimmen. So. Gibt's denn jetzt hier was Interessantes? Okay. Das sieht schon mal sehr nach einer Tempelanlage aus. Nach einer alten Ruine zumindest. Das muss ein sehr wertvoller Schatz sein. Ein Schatz.
richtig. Was immer am Ende dieses Weges wartet, ist hoffentlich die Mühe wert. Das hängt wohl von dir ab. Wie das? Was ich dir zeigen möchte, könnte dir den Kopf verdrehen. Ich kann nur hoffen, dass du den Schock verkraftest. Ich komme schon zurecht. Alles. Na komm, hoch. Und dann lösen wir noch das nächste Rätsel. Und dann sind wir doch, denke ich mal, hoffentlich... Okay, da ist der alte Eingang. So, dann gehen wir mal die Treppe hoch, ne? Okay. Dann werden wir wohl das Rätsel mal lösen. Das ist alles? Der große Preis, den ich für deinen Mentor ansehen soll? Sieht nicht aus wie der Mann, den sie den Weißen nennen. Tut mir leid. Hey, spring nicht gleich aus dem Hemd. Ein Rätsel okay. Müssen wir noch lösen. Gut, drei Farben. Ich denke mal, dass sie... Okay, aber ich denke trotzdem mal, dass die Farben zueinander passen müssen. Auf dem Boden sind auch Bilder eingraviert, aber nicht dieselben. Dann muss es eine Verbindung geben. Aber welche? Außer Farbe würde ich sagen, Jagd und Beutetier. Und komm. Mensch, komm jetzt. Drehen. Unterschied zwischen den Bildern auf den Statuen und denen auf dem Boden. Ich weiß. Erkennst du es? Eins ist Beute. Ei, die einen sind Raubtiere, die okay, anderen Raub. Beute. Okay, also. Welches aber. Raubtier passt zu welcher Beute? Das ist die Frage. Gucken was. Dann nehmen wir doch glatt mal die Farbabstimmung, das oder? Das ist die Verbindung. Das Raubtier zu jeweiligen Beute. Naja, Nummer eins. Sieht immer noch nicht aus wie der Weise. Ah, Kacke. So, also nochmal weiter. Den hoch und dann können wir die beiden verteilen, denke ich mal. So. Naja, und jetzt nur noch richtig raufdrehen. Vielleicht sind diese Steine Gegengewichte. Sehr aufschlussreich. Aber das brauchst du mir jetzt nicht mehr sagen, nachdem ich schon fast gelöst habe. So, naja, so sind die Mädle. Entschuldigung, die Kerle. So. Okay. Sieht aber auch immer noch nicht aus wie der Weise. Ja, wie so ein Mönch. Mal schauen. Gucken, was ist hinter Tür Nummer 3. Ob du richtig stehst oder sie oder nicht, zeig dir gleich das Licht. Okay. Bei Gott, das ist der Weise. Doch dieses Ding muss hunderte von Jahren alt sein. Viel älter. Ist er es sicher? Ei. Deine Augen verraten ihn. Sagten die Templer, wozu sie den Weisen brauchen? Sie füllten etwas von seinem Blut in ein Glasgefäß. So wie dieses hier? Ei. Sie wollten ihn auch wegen des Observatoriums befragen, doch er entkam. Wir sind fertig hier. Das denke ich mal auch, Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Würde mich gerne über ein Like oder eine Reaktion freuen. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.